Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es kann kein Vertun geben, wenn wir bei Bündnis 90 die Grünen überall in Deutschland uns dagegen wenden. Klar, immer auf der Seite derer sind, die bedroht werden, wenn Rechtsradikale beispielsweise sogenannte national befreite Zonen versuchen in Deutschland zu errichten, in der sich Geflüchtete, anders aussehende nicht sicher fühlen können, dann muss selbstverständlich gelten, dass natürlich auch in Deutschland lebende Flüchtlinge sich den Anweisungen der Polizei an die halten müssen. Auch da kann es kein Vertun gehen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Rechtsstaat duldet keine Ausnahme, nirgendwo in Deutschland, zu keiner Tages- und zu keiner Nachtzeit. Ich verstehe nur zu gut, wenn Flüchtlinge frustriert sind über lange Wartezeiten, über die Ungewissheit, was passiert, aber auch der Druck, dass man zu Hause die Erwartungen der Zurückgebliebenen erfüllen muss, das ist alles andere als einfach und machen wir uns da nichts vor, wie es uns da gehen würde. Aber nichts davon rechtfertigt Gewalt gegen Polizeibeamte, wenn eine Abschiebung durch alle Instanzen angeordnet ist, dann wird sie eben auch vollzogen. Auch das hat was damit zu tun, dass wir die Akzeptanz der Gesamtbevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen in Not nicht verlieren dürfen. Auch dafür haben wir Verantwortung, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum will auch ich mich ausdrücklich bei unserer Polizei und bei allen, die dort Verantwortung tragen, bedanken für den umsichtigen und erfolgreichen Einsatz in Ellwangen. Genauso klar muss allerdings auch sein, dass Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft hat, nirgendwo und zu keiner Zeit. Und gerade die Verantwortung tragen, das gilt beispielsweise auch für eine Kommune, müssen hier Vorbild sein. Auch da kann es kein Vertun gehen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist schon frappierend, wie orientierungslos die Große Koalition in Berlin agiert. Man ist schon fast geneigt, ehemals großen Volksparteien zu sagen, haben ihren Kompass verloren. Die Werteorientierung der Union, die ist nicht mehr wirklich zu erkennen. Und lass mich als säkularen Moslem, der großartige evangelische Religionslehre gehabt hat, in der Realschule sagen, so habe ich es zumindest gelernt, weil ich war der Einzige, der aufgepasst hat beim Religionsunterricht. Wurde dann immer Streber genannt. Das war allerdings auch das einzige Fach, wo ich gut war. Wer das ernst meint mit der Botschaft Christi, wer das ernst meint mit der Botschaft der Nächstenliebe, der kann meines Erachtens gar nicht anders, als keine Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Ich bring das nicht zusammen. Und wer das nicht nur zu einer Symboldebatte degradieren möchte, sondern das wirklich ernst meint, was da geschrieben steht, der kann nicht einfach Millionen aus dem Bundeshaushalt, als ob nichts geschehen wäre, an die türkische Religionsbehörde DİTİB überweisen, mit denen dann in den Moscheen Nationalismus, Fanatismus gefördert wird. Wer das ernst meint mit dieser Botschaft, der behandelt die Mitgeschöpfe mit der Würde, die ihnen zusteht. Wer das ernst meint, der bewahrt die Schöpfung und ist sich bewusst, dass man die Verantwortung nicht nur für uns und für hier und für jetzt hat, sondern auch für Menschen, die anderswo leben, für die nächste Generation und für die übernächste Generation. Auch für die sind wir hier, auch für die handeln wir und die müssen wir in unseren Entscheidungen immer mit bedenken. Dann nimmt man die Botschaft ernst, liebe Freundinnen und Freunde, sonst nicht wirklich. Auch die CDU in Baden-Württemberg
spürt diese Orientierungslosigkeit oder man merkt es, einerseits die Zerrissenheit zwischen den Modernisierern auf der einen Seite, den Traditionalisten auf der anderen Seite. Wir haben ja vorher schon einige Beispiele darüber gehört. Ich vermag da auch aus Berlin keine Linie zu erkennen. Was ich sehe, ist Zoff. Was ich sehe, ist ein Mangel an Modernisierungsimpulsen. Aber wenn ich mir die Opposition anschaue, dann weiß ich, warum die Opposition im Landtag von Baden-Württemberg eben dort sitzt. Schauen wir uns die Landes-SPD an. Sie fällt zurück in die Selbstbeschäftigungsrituale, während auf der einen Seite der Fraktionsvorsitzende Stoch sich offen zeigt für diese sogenannte Deutschlandkoalition, erklärt die Parteivorsitzende, wir haben es vorher von Winfried gehört, Frau Kollegin Breimeyer, die Zusammenarbeit mit der Landes-CDU zur Schnapsidee. Und wir wiederum denken, liebe SPD, ich glaube, ihr braucht noch ein paar Jahre Opposition, bis das wieder klappen kann. Ja. Und auch die FDP, ob mit Rülke im Ländle oder mit Lindner im Bund, sie scheut die Verantwortung, sie kneift im entscheidenden Moment. Erinnern wir uns dran, wie die Rülke-FDP noch nicht mal bereit war zu ernsthaften Gesprächen über eine Ampelkoalition unter Führung von Bündnis 90 Die Grünen. Ich finde, so wenn sie sich jetzt so scharf gerieren wie Nachbars Lumpi auf die Wurst, auf diese Deutschlandkoalition, da muss man sagen, wer im entscheidenden Augenblick im Bund als auch im Land nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dem scheint die Opposition offensichtlich gut zu tun. Auch die FDP darf da gerne noch viele Jahre verbringen. Wichtig ist jetzt, dass wir weiter gut regieren, klug, lösungsorientiert, professionell und verlässlich. Wir haben große Aufgaben vor uns. Denkt an die Luftreinhaltung. Da wird die Bundesregierung, das können wir, die wir für euch im Bundestag sitzen, euch mit vielen Beispielen belegen, uns nicht helfen. Als Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur habe ich es ja vielleicht als besondere Strafe immer mit CSU-Ministern zu tun. Lawine kennt das von früher, da hieß es Dobrindt, jetzt gibt es einen neuen. Aber die Grundrichtung hat sich leider bis jetzt nicht geändert. Ich bin ja jetzt nicht bekannt immer für Nostalgie, aber wenn ich die CSU so reden höre, wünsche ich mir manchmal fast den alten Edmund Stoiber zurück. Da hieß es wenigstens noch Laptop und Lederhose. Heute scheint das Motto der CSU doch zu sein, Dampflok und Kupferkabel. Wer Modernisierung möchte, wer Heimatliebe möchte, der findet sie bei uns bei Bündnis 90 Die Grünen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir machen deutlich, worauf es ankommt. Wir kämpfen für die offene Gesellschaft, für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit, für die Religionsfreiheit. Wir kämpfen für die Rechte unserer Kinder und deren Kinder, für saubere Luft, für Artenvielfalt auf unseren Äckern, Wiesen und Wäldern. Wir streiten für moderne Mobilität, für den Radverkehr, für den modernen ÖPNV. Und wir müssen auf Landesebene halt besonders viel kompensieren, weil im Bund gegenwärtig Stillstand herrscht. Liebe Freundinnen und Freunde, heute um 15.30 Uhr spielt mein VfB gegen Hoffenheim. Wem ich die Daumen drücke, muss ich hier, glaube ich, nicht besonders sagen. Aber die gute Nachricht, beide Mannschaften werden auch in der nächsten Saison in jedem Fall erstklassig spielen. Aber dieselbe Erstklassigkeit, und ich glaube, da kann ich jetzt im Namen von Badenern und von Schwaben sprechen, die wünschen wir in der nächsten Saison auch dem SC Freiburg. Ein besonders sympathischer Verein mit einer dazugehörigen sympathischen Stadt. Nicht umsonst Öko-Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschlands. Nicht umsonst eine Stadt, die für Weltoffenheit steht, in der man sich kümmert um die Bedürfnisse von Groß und Klein, von Reich und Arm. Und darum kann ich, glaube ich, im Namen von euch allen sagen, Freiburg muss erstklassig bleiben, was den SC angeht und was den Dieter Salomon als Oberbürgermeister angeht. Herzlichen Dank.